Hallo ihr Lieben, ganz, hallo ihr Lieben, hallo, ganz, ganz kurzes Video auf Seelenklee und zwar zum Thema, das habe ich gestern erst gefunden, weil ich selber ein Interview geschaut habe. Es geht um Krebs und das ist eine einzige Klinik, also soweit ich jetzt lesen konnte auf dieser Internetseite, es gibt eine Klinik in Deutschland, in Stuttgart, die Krebstherapie ohne Chemotherapie, ohne Strahlentherapie macht und ich rede da ja schon lange auf den Kanal. Drüber deswegen, die haben das Konzept, das will ich euch einfach nur schnell vorlesen, das nennt sich 3E-Klinik. Wer jemanden in der Familie hat, Verwandten, der gerade diese Krebserkrankung durchmacht, und die behandeln das auf allen drei Ebenen, das finde ich so super, deswegen möchte ich den Impuls rausgeben. Wer in der Familie jemanden hat, fahrt in diese Klinik und lasst einen Termin machen, ja? Bitte macht das nicht. Oder wer schon auf den Weg ist und ihr kennt keine andere Klinik oder die alle nur mit Chemo arbeiten, es gibt tatsächlich eine Klinik. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich das schon eher geteilt. Deswegen, das geht jetzt raus an euch. Und die Schwerpunkte bei denen sind die Ernährung, Öl-Eiweißkost nach Dr. Johanna Buttwig, die Entgiftung, einfach und natürlich umsetzen, ne? Da spreche ich auf dem Kanal auch ganz viel drüber. Diese Übersäuerung muss weg. Und vor allen Dingen das Wichtigste, 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 Energiearbeit, diese mentale Arbeit. Und wenn ihr diese Ebenen macht, dann führt das zur Heilung. Und da ist eine Klinik. Ich finde das so super. Es hat mich so gefreut, dass ich das gestern gefunden habe. Also, die E-Mail-Adresse mache ich unter das Video. Dass, wenn ihr jemanden habt oder ihr habt selber eben Tumore in eurem Körper, weil Krebs ist nur ein Wort, da gibt es ein Patent drauf. Deswegen wird damit ja auch Geld verdient über Chemo- und Strahlentherapie und das macht den Körper nur kaputt und krank und hilft nicht. Okay? Das ist hier eine Geldsache. Aber langes Thema, es gibt jetzt eine Lösung, es gibt eine Klinik und ich mache die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse unten drunter unter das Video. Und dann wünsche ich euch ganz viel Kraft. In 2 Tagen ist Vollmond. Es tut sich sehr, sehr viel, auch bei den Leuten, die so Seelenpartnerprozesse haben. Ja, wenn achtet auf Zeichen und so, kann ich nur sagen. Und es löst sich sehr, 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 sehr viel. Ne? Diese Vollmondenergien sind wieder echt krass. Egal, was der Mond auch immer ist, das ist mal außer Frage, aber er reagiert und er hat einen Einfluss auf den Körper. Das ist Fakt. Das habe ich bei Patienten erlebt, dass Schmerzen zunehmen vor dem Vollmond und Neumond und danach auch wieder abnehmen. Und dass Leute gereizter sind, nervöser, dass sich generell die Stimmung verändert. Also Fakt ist, was ich selber an mir gemerkt habe, an Patienten, da ist eine Energie, eine Frequenz, nennt es wie ihr wollt, die hat Einfluss auf uns. Was der Mond nun ist, ob das ein UFO ist oder ein Schiff, ein Transportmittel, sei dahingestellt. Fakt ist, er hat Einfluss auf uns und gebt dieses Video und teilt das. Wer jemanden hat in der Familie, Freunde mit Tumorerkrankungen, gebt denen diese Adresse von der Klinik, weil eine Zweitmeinung sich einzuholen und da mal hinzufahren, sollte man echt machen, wirklich. Ganz viel Kraft, ganz viel Liebe. Bleibt stark, wenn ihr mehr Schmerzen habt, seid euch gewiss, der Vollmond hat eine echt heftige Wirkung, ne? So, ich lade das jetzt gleich hoch. Tschüss!